Hallöchen und willkommen zurück aus der Pause. Ihr müsst Snack nachschauen. Und es wird weiter gesnackt. Ja. Ich mach mal hier. Ich schalte mal um auf Kamera, weil jetzt ist Experimentzeit. So, Hallöchen. Da habe ich hier, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ach Mensch. Ja. Genau, oh, ich muss noch ein bisschen näher ran. Genau, so. Hast du auch den Gnome noch? Schön. Hast du den Gnome noch mal neu rumgestellt da? Muss ich gucken. Wo ist der Gnome? Oh, der Gnome muss neu. Der Gnome ist neu. So, ich mach mal größer. Hier sieht man leider spiegelverkehrt. Also, das, die Schrift und so. Aber die Schrift ist nicht wichtig. Ein halber Liter Wasser und ist auch nicht so wichtig, dass es ein halber Liter ist. Ich habe mir mal wieder, weil das ist mir vor beim Podcast hören, ist mir das aufgefallen. Das ist ein Experiment, was Reinhard und Nikolas mal bei Methodisch Inkorrekt gemacht haben. Und ich dachte mir so, hä? Also es ging da um die Wasserbrücke, wie man mit einem Faden zwischen zwei Gläsern ganz wundervoll Wasser transportieren kann. Und zwar ohne, dass man das Glas direkt über das andere hält. Lieber Chat, ich frage mal, rot oder blau? Ich habe hier zwei Lebensmittelfarben. Rot oder blau? Ich guck mal, muss mal den Chat anmachen, damit man das auch gut sieht. Nero Burner sagt rot. Glaub, sieht man besser. Fockaffe sagt rot. Ich bin auch für rot. Julia ist auch für rot. Der Gnome ist auch für rot. Dann knallen. Oh, ich hoffe, da ist noch was drin. Mal neue Lebensmittel-Dingsi-Bumsi kaufen. Doch, das geht noch. Lebensmittelverbrauch von Wissenschaftskommunikatoren. Lebensmittelfarbeverbrauch von Wissenschaftskommunikatoren. Ja. Jetzt wirkt es wie eine Flüssigkeit, die bei Menstruationswerbung nicht eingesetzt werden kann. Ja, das sieht doch gut aus. Würde ich sagen. Ja, ja. Kann man gut sehen. Mhm. Das ist der ganze Sinn und Zweck der Übung. Und die Wasserbrücke. Und Reinhard hat halt erzählt, man kann es mit zwei Gläsern machen, man muss einfach nur einen Bindfaden nehmen. Ich habe hier mal einen Bindfaden reingeklebt in das Gefäß. Das macht die Sache noch viel einfacher. Und er meinte halt so, man muss halt aufpassen, weil das funktioniert nicht mit jedem Glas und jeder Rand ist so ein bisschen anders. Und ich habe es halt erst mit Gläsern versucht und da funktioniert es einigermaßen okay. Aber mit einer Kanne funktioniert es noch viel besser. So, ich drehe mal die Kamera ein klein wenig hoch, dass man das auch sehen kann. Stell das Glas so ein bisschen nach hinten. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme die, oh, ich muss die Kamera noch ein Stück weiter ankippen. So. Ich gehe jetzt hier hin und kippe von hier Wasser nach unten. Oh. Ach, der Faden ist nicht mehr nass. So. Und jetzt sieht man, dass die Oberflächenspannung des Wassers dafür sorgt, dass es am Faden entlang gleitet und sowohl etwas außen am Glas runtertropft, aber auch, ich muss mal ein bisschen runtergehen, damit man beides im Bild hat. Wenn ich so mache, ja, so funktioniert es auch ganz gut. Mhm. So, da sieht man auch das Wasser, wie es sich quasi mit Hilfe der Oberflächenspannung um den Faden herum bewegt. Man sieht aber auch, dass ein bisschen was am Glas außen vorbeigeht und so. Aber ja, mit einer kleinen Kanne funktioniert es nochmal. Oh, und jetzt ja richtig, richtig, man kann auch ein bisschen mehr kippen. Und wenn der Faden richtig schön feucht ist, dann ist das, ja, das war zu viel.
Ist das eine wundervolle Sache, wo man denkt, oh, das geht auf jeden Fall schief und es geht tatsächlich nur ein bisschen schief und das meiste, wie man sehen kann, landet tatsächlich im Glas. Und nur ein wenig kommt aufs Tablett. So. Das ist das Wasserbrückenexperiment und was dahinter hängt, ist einfach, dass Wasser so eine hohe Oberflächenspannung hat, dass wenn es einmal irgendwie einen Weg gefunden hat, an dem es langläuft, dann folgt es dem auch. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, ah, ich kann mal wieder die andere Kamera Wasser nehmen. ist ein Mitläufer. Wasser ist ein Mitläufer, genau. Aber es haftet halt auch an Sachen. Oh, was ist jetzt passiert? Deine Kamera ist weg. Also die Mein Experimentkamera. Screenshare ist weg. Mal gucken, ob die anderen noch was sehen. Ja. Aber der Browser, damit ihr auch was seht. Genau. Wasser behält wegen seiner Oberflächenspannung, kann es am Faden langlaufen und zwar viel weitere Strecken, als es, wenn man es nur schüttet, also wenn es nur der Schwerkraft folgen würde. So funktioniert dann auch. Kennt man vielleicht irgendwo, dass aus so einem Vordach oder so mal eine Kette runterhängt, anstatt eines Abflussrohres. Und das ist derselbe Effekt, der dabei genutzt wird, dass halt die Oberflächenspannung das Wasser halt an der Kette hält und so. Ja, und das ist ein schönes kleines Experiment, was halt kann man auch mit Gläsern probieren, aber mit so einer kleinen Kanne ist es halt echt besser. Und ich habe einfach nur den Faden von innen mit ein bisschen Gaffertape festgemacht und das einfach nur ein Bindfaden. Und wenn das schön nass ist, dann kann man da richtig tatsächlich ordentlich Volumina übertragen. Ja, das war das. André, Ja? ich habe noch echt eine wichtige Frage, Erzähl. weil das hat man so gesehen in der Kamera, in der Experimentier. Deine Planetenlampe da hinten macht diese Sterne an die Decke. Nee, das ist ein anderes Gerät. Ach so, okay, aber das ist auch, ich sehe da Sterne an der Decke, Ja, also du ich habe siehst mir das da, nicht eingebildet. ich kann noch mal, Okay. ich kann noch mal, das hast du dir nicht eingebildet. Ich kann noch mal hier machen. Jo, tatsächlich, man Ja. sieht die ganz krass hinten an der. Ja, ich wusste nicht, ob es irgendwie ein Fehler in der Kamera ist oder Nee, so, weißt nee, du? nee. Das ist ja, das ist ein, da hinten ist ein 405 Nanometer Laserpointer mit einer, mit zwei Filtern davor, die ganz, ganz viele Punkte an der Decke machen. Ja. Und Und sind das echte anscheinend, Sternbilder? nein. Hat irgendwie 4 € gekostet oder so. Das sind keine echten Sternbilder, das ist einfach nur symmetrisch irgendwelche Sterne. Aber es ist ja krass. In dieser Kamera sieht man die kaum, aber in Nee, der da ist mir das anderen. nicht aufgefallen. Ja, Ja, in der deswegen. anderen ist es total. Die andere, die ich immer benutze, um die Experimente abzufilmen, war auch ein wenig günstiger. Das Sagen wir es mal so. ist geil, wie Annes Zimmer so langsam zum Streamerzimmer wird, weißt du, mit dem ganzen Neonleuchten und so. Ja. Brauchst du ein bisschen mehr LED-Panels. Ja, finde ich auch. Da gab es doch diesen Typen, mit dem wir mal geradet haben, der sich installiert hatte. Ja, Oh, der hallo Olaf. Brutzler. Ja. Ha, ha, hi, Olaf, not the snowman. Ja, Stimmt, Olaf, ja. das ist. Es wird, ich bastel langsam Dinge dazu. Hier Todesstern und da hinten die Planetenlampe. Aber ich habe jetzt, und halt dieses Lasergedöns. Aber jetzt weiß nicht, was das nächste ist. Wenn mir irgendwas Schönes auffällt, dann werde ich es da hinzufügen. Aber ich fange jetzt nicht an, da hinten alles leuchtend vollzustellen. Einen ergonomischen Langsam. Treckersessel oder so fürs richtige Landwirtschaftssimulationsspiel mit Pedalen. Nee. War nur so eine Idee. Okay, So, machen wir jetzt noch schnell die Eisfische und dann zocken wir ja. endlich. Ja. Ja. Wir müssen immer noch die Welt retten, seit Monaten. Das stimmt. Ja, Warte. ja. So, erzähl. Weltgrößtes Fischbrutgebiet in der Antarktis entdeckt. Ja, das war, glaube ich, vor 2 Wochen. Ich muss jetzt selber, ich kann das gar nicht so gut sehen.
vor 2 Wochen oder so kam, glaube ich, die Nachricht, dass die Polarstern einen sensationellen Fund gemacht hat. Und zwar haben die ja das weltgrößte Fischbrutgebiet entdeckt. Und zwar haben die ein OFOPS, also Ocean Floor Observation and Bathymetry System. Also das ist im Endeffekt einfach eine Kamera, die man runterlässt und die wird dann hinter dem Schiff hergezogen und die schwebt dann über dem Meeresboden und macht einfach die ganze Zeit Fotos. Mhm. Und André, du kannst da auch gleich mal einfach auf diese Fotostrecke da klicken. Mhm, genau. Und dabei haben die diese Eisfische beim Brüten entdeckt. Die heißen auch, oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Jonas-Eisfisch, glaube ich, auf Deutsch. Und die kommen eben in der Arktis vor und die haben abgefahrenes Blut, weil die haben extra wie so Frostschutzmittel im Blut, dass sie nicht einfrieren. Und sie haben kein Hämoglobin, was ich ziemlich interessant finde. Also die haben weißes oder durchsichtiges Blut und bei denen der Sauerstoff wird einfach im Blutplasma gelöst. Okay. Aber du kannst halt Sauerstoff nicht so gut transportieren, wenn das nur im Blutplasma gelöst ist. Deswegen haben die eben auch, atmen die nicht nur durch die Kiemen, sondern auch über die Haut. Und dadurch kommen die quasi klar mit ihrem Sauerstofftransport, auch ohne Hämoglobin. Genau, und auf jeden Fall haben die da eine riesige Fläche, die ungefähr so groß ist wie Malta, abfotografiert und haben eben überall diese Nester entdeckt, wo diese Eisfische dann drauf setzen. Und die bewachen, genau. Und haben dann, so eine Fläche, glaube ich, so groß wie Malta, haben sie Fotos gemacht und haben dann aber auch, ich glaube, mit Sonar oder so noch andere Gebiete abgefahren. Und kam dann auf eine Größe von 240 Quadratkilometern, die Fläche, wo eben diese Fische brüten, und schätzen, dass das wahrscheinlich dann an die 60 Millionen Fischnester sind, was eine absolut krasse Zahl ist. Und ja, so eine große Brutstelle wurde halt noch nie entdeckt, das ist das allererste Mal. Und das zeigt eben auch, krass, wie wichtig die Arktis ist, als ja, Lebensraum und als Brutgebiet für diese Fische. Also die Fische werden nicht kommerziell gefangen, also die werden nicht gegessen oder so, aber die sind halt auch natürlich einfach ein wichtiger, eine wichtige Nahrung für andere Tiere, wie zum Beispiel, ich glaube, da kannst du gleich mal weiterklicken. Ja, nochmal auf den haben wir schon ja, gesehen. Wir haben da gerade schon dieses geile Tier gesehen. Yeah. Das sieht genau aus wie eine Detektivrobbe, die das auch schon gesichtet hat, das Fischbrutgebiet, und das auch ihrerseits abfilmt. Genau, die Battle-Robbe. Ja, genau, die haben die tatsächlich mit so Kameras ausgestattet und haben dann eben geguckt, wo die rumschwimmen. Und die treiben sich halt da auch genau in diesem Gebiet, wo die brüten. Also das ist so auf 500 Metern, also irgendwas zwischen 400 und 600 Meter stand da, glaube ich. Und fressen wahrscheinlich auch genau diese Fische. Das sieht so krass aus. Ja, ich fand aus. Das auch ein bisschen. Ja, das ist so geil. Das ist so, als hätte diese Robbe so eine Family Cam und überträgt dann nach Hause, wo man gerade was zu fressen kriegt. Oder so. Und alle anderen sitzen vor dem Bildschirm, bevor sie sich losmachen. Ich weiß nicht, André, gehen wir nochmal kurz zurück mit den Fotos. Ja, genau. Ja, das ist dieses OFOPS-System, also dieses Kamerasystem, das der Fotos macht. Damit haben die zum Beispiel auch, also untersuchen die immer den Boden und finden da irgendwelche Tiere oder eben auch Plastikmüll. Und ich weiß nicht, was noch für Fotos da sind. Ich habe noch nicht weitergeguckt. Ja. Hier geht es weiter über die Fischis. Genau. Oh, da sieht man auch ein paar Anemonen. Eine fischlausartige Anemone. Ja, ich glaube, das andere sind Seesterne, glaube ich. Ja, hier, ne? Da sind lauter Seesterne. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein toter Fisch. Ja. Was? Ach so, da. Da ist ein toter Fisch, ja. Und das hier? Ja, tote Walrösser können wir ja auch. Wir haben schon lange keine Walrossbestimmung mehr gemacht, übrigens. Das stimmt. Ja, ich glaube, das letzte Mal war es auch sehr frustrierend dann. Ja. Ja, in den Eiern sind, in den Nestern sind übrigens 1500 bis 2500 Eier. Also das Weiße hier, komplett hier, alles in der Mitte, das sind alles Eier. Warte, ich muss gerade, sorry. Ja, das weiß ich nicht genau. Okay.
Ob da, also ich weiß nicht, ob das die Eier sind, oder ob das einfach quasi der Boden ist, der da wieder drüber gelegt ist, das weiß ich nicht genau. Okay. Das sieht schon krass aus. Wirklich so, also Wie kleine kreisrund. Vulkaninseln. Ja, genau. Das ganz am Anfang fand ich so geil. Also das, wo man so viele sieht. Wie kleine Krater. Na, hier steht irgendwas mit kleinen Steinen, also Okay. vielleicht sind das nicht die Eier. Aber vielleicht. Aber dann schreiben sie auch irgendwie in der Nähe, entweder nur ein Fisch ohne Eier zu sehen war oder ein toter Fisch. Vielleicht sind das schon die, vielleicht kann man die schon sehen. Also, ich schätze auf etwa 60 Millionen aktiv brütende Fische. Das ist krass. Das ist krass. Ja, das ist richtig krass. Quasi Deutschland als Fisch fasst. Ja. 80 Millionen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall extrem krass. Ja, und auf jeden Fall ist das halt auch wichtig, weil es ja immer, also das ist eben im Weddell-Meer haben sie das gefunden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt quasi auf schnell in deinem Google Earth suchen Klar, kannst, wie heißt Emily. das? Ja. Weddell-Meer? Ja. Weddell-Meer. Doppel-D und Ja, genau, Doppel-L-W. steht es ja noch. Ja. Dann gucken wir doch mal. Hier. Ja, und das ist auch wichtig, weil halt eben eigentlich ja auch in der Arktis, die wollen da ja auch gerne Meeresschutzgebiet und so einrichten. Und dann ist natürlich so ein Fund nochmal ein sehr gutes Argument dafür, ne? Da. Da. Genau, das ist das Weddell-Meer quasi, dieses in der Antarktis, dieses ausgebrochene Stück, sage ich mal so. Kann man sich ganz gut merken eigentlich. Okay. Ja. Da brüten auch die Küstenseeschwalben. Und die Pinguine, wie man da auf dem Bild sehen Oh kann. ja. Genau, ja, das war's auch schon. Okay. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Die Eisfische gehören zu den Krokodilsfischen, weil sie so eine lange Schnauze haben. Wie ein Krokodil. Aber das ist jetzt der einzige Fun Fact, der mir noch einfällt. Okay, dann schalte ich mal kurz auf den Talk und dann kann ich hier mal, ich muss erstmal Dinge umstellen, das hier aufhören zu teilen und muss mal das Spiel anschmeißen, was wir jetzt noch spielen wollen. Ja. Ja, Julia ist ganz heiß auf A New Beginning, auf Zocken. Ja, es ging doch gerade ab, so. Wir Ja. waren jetzt da, da war irgend so ein Typ, der sich verbarrikadiert. Ja. Vielleicht ist unser Freund doch nicht tot. Ja. So. Weil wir haben seine Leiche nicht gefunden. So, und da sieht man schon. Und jetzt müsstet ihr es im Stream auch sehen. Jawohl. Außerdem, André, habe ich jetzt endlich nach einem Jahr herausgefunden, wie ich dein gestreamtes Video lauter machen kann für mich. Okay. Was lange währt. Ich habe gerade ja meinen Hörer hier abgedreht, weil ich gedacht habe, was ist das für ein Geräusch, das ich höre? Weil meine Nachbarin ja den Hund hat und ich habe gerade ein Foto gekriegt. Sorry, der Oh, Hund warte, warte, nagt an irgendwas. muss die kurz kurz. Oh. Ja, das ist der Hund meiner Nachbarin, der ist jetzt laut gerade. Das habe ich durch meinen Kopfhörer Ach so, durchgehört. krass. Er nagt an irgendwas und Juliane, so heißt meine sehr, sehr nette Nachbarin, hat mich über Foto informiert, woran es liegt, die Lautstärke. Ja. So, wir sind wieder hoch. Achso, wir können hier wieder runtergehen. Genau, wir waren so ein bisschen Also hier. ratlos, ne? Ja, und Horsi fragt, ob wir die Netflix-Serie zu Google Earth und dem CCC gesehen hätten. Nicht, ich habe nämlich kein Netflix. Nee, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich kenne so grob die Story, also das Google Earth-Ding, dass die das gemacht hatten und das Ding quasi geklaut wurde und so. Ah.
Ja, das, die wusste ich, kannte ich noch nicht. Das und ja, du ich kenne. Nee, muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich mir doch mal für einen Monat Netflix anschaffen. und ja, ich kenne sehr viele meiner Nachbarn hier in Hamburg. Ich bin auch sehr froh drum, weil wenn ich mal nicht da bin, dann sind die Nachbarn immer die Personen, die mir richtig gut den Arsch retten. Weil ich wäre nichts ohne meine tollen Nachbarn. So. Man muss halt aber auch dazu sagen, Inga, dass du bist auch so ein bisschen besonders, weil du kennst immer gleich immer alle Leute, weil du jeden anschnackst und so. Und deswegen ist, glaube ich, egal, wo Inga hinziehen würde, sie würde immer all ihre Nachbarn kennen. Ja. Auch den, komischen, weirden Typ, der im Tiefparterre wohnt, der mit keinem seit 12 Jahren gesprochen hat, stellt sich raus, dass der, keine Ahnung, Jens heißt und Briefmarken sammelt und Inga hat sie alle schon gesehen und geht ihm mit ihm mal raus und seitdem lebt er auf und nimmt wieder am sozialen Leben. Entschuldigung, ist ein bisschen mit mir durchgegangen, aber. It's in your head, my dear. It's in your head. Aber. Inga, du machst das. Du machst das toll. Ich kann das nur beipflichten, das, was Julia sagt. Danke, danke. Ich lerne gerne und viele Menschen kennen, ja. Ich war. Also, wenn man mit Inga Zug fährt, dann kennt man auch ziemlich schnell den halben Waggon. Ich habe jetzt zum Thema Leute kennenlernen. Ja, ich habe richtig geil gegessen. Jetzt tatsächlich bin mehrfach zum Essen eingeladen worden. Gran Canaria. Und auch auf Teneriffa. Und ich war in der Pinguin-Yoga-Gruppe. Was? Zum Thema Pinguine. Was? Kriegt da jeder einen Pinguin und ihr macht dann zusammen mit dem Pinguin Yoga, oder? Nee, aber das ist so eine bescheuerte Aktion. Also witzig bescheuert. Es gibt, also wenn jemand von euch mal auf Gran Canaria. Ich bin da irgendwie hineingeraten in so ein. Du hast Tonaussetzer. Yoga, oh, Entschuldigung, wird Yoga am Strand gemacht in Playa de Mogán. Und ich war da. Und der Typ, der das immer veranstaltet, ist 84 und beweglich wie eine junge, wie nennt man, biegsame, wie eine Weide, sag ich mal. Weidenpflanzen sind ja so biegsam. Und der hat noch andere Leute und mich dann zum Essen eingeladen in sein erste Reihe Strandhaus. Sehr geil. Gut gegessen. Es gab Champagner. Geil. Ja, es war freakig. Und sein Yoga kostet nichts. Es ist auch kein richtiges Yoga. Es ist interessant. Ich glaube, er hat auch ein paar alternative Ideen zum Thema Big Pharma. Ich habe da nicht diskutiert. Das Essen war gut, das Yoga war sehr witzig. ja, zum Thema Leute kennenlernen. Und ich wäre sonst nie in dieses Strandhaus-Ding sie gekommen. Sehr so, schön. Muss mal gerade auch Twitch sagen, dass wir jetzt ein Spiel spielen. Ja, sag mal Twitch, dass wir ein Spiel spielen. Hab ich schon. Twitch sollte alles wissen. Richtig. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Wir waren. Wir der hatten, Typ ist an der Tür und will nicht aufmachen. Genau. Wir hatten jemanden da unten im Keller. Wir haben den Weg nach hier unten gefunden. Aber haben wir nicht gerade. Wir haben doch diesen Kristall rausgeholt, oder? Haben wir nicht als letztes diese Schränke da? Genau, da links. Ne, ja, geh weiter. Ja. Da haben wir doch diese Schränke, da haben wir doch irgendwas rausgeholt. Ja. Ah ja, genau, den Kristall. Haben wir den Typi gegeben? Dem bösen... Nee, Terminal benutzen. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Genau, wir konnten nichts herunterladen. Genau, und dann haben wir das ja gemacht mit den Schränken. Ja. Da links... und haben da die Lampen reingesteckt. Und dann haben wir doch den Kristall gekriegt. Genau, aber der steckt da jetzt drin und der war defekt. Und jetzt müssen wir nochmal...
Wir haben ja noch eine Lampe. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Achso, nee, das haben wir gemacht, genau. Ja. Genau, das haben wir gemacht. Ist das da unten, ist das der Kristall in der Nee, das ist die Lampe. Ah, okay. Dann haben wir den Kristall dem Typi dann gegeben. Das weiß ich gerade nicht mehr. Drei merkwürdige Sockellehnen an der Wand. Lassen Sie mich raten. Also dem, weißt du, wo wir gerade gestartet sind. Ja, haben wir, glaube ich, oder? Da hätten wir mal in unser altes Video noch mal reingucken müssen. Ja, stimmt, haben wir. Und dann ansprechen. Der hat doch gesagt, wir müssen irgendwas... Frag Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Richtig, wir hatten irgendwie mit dem gesprochen und er meinte so, wir müssen irgendwie diesen Typen, der irgendwo Kohlekraftwerke betreibt oder Atomkraftwerke, die dann explodiert sind. Genau, Atomkraftwerke, die explodiert sind, irgendwo in Brasilien. Und er und unsere Idee war, wir müssen ihn aufhalten, dass es nicht gebaut wird. Und seine Idee war, wir reisen zu dieser Klimakonferenz und murksen den Typen ab oder sowas. Ja. Irgendwie sowas. Ja, und da unten, genau, das, wir haben ihm den anderen Datenkristall gegeben. Aber da unten war jetzt noch einer, mit dem wir sprechen konnten. Und, ja genau, den Kristall haben wir freigegeben. Genau, das, was wir jetzt auf dem Terminal gehört haben, war jetzt irgendwie, wir können mal den... Ich meine, ich weiß nicht, er hat jetzt gesagt, wir sollen zu, wie heißt der, Devin gehen? Ja. Wer soll das mal machen? Ich nehme jetzt erstmal den Kristall wieder mit, also die Kopie, die wir hatten. Soll ich wieder hochgehen, mal zu dem anderen Typen gehen? Ja, würde ich mal ausprobieren. Okay. Aber ich nehme jetzt den Kristall mal wieder mit. So, dann gehen wir hier lang über die Schrift. Und mal hoch. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Oh. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Ah, okay. Wir brauchen doch nur ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Ich habe gerade Magisches gelesen. Und haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ja. Beide Fragen würde ich stellen. Ja, du wirst auch beides stellen können, schätze mal. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Wirklich? Gelatine? Auf Videokassetten? Weiß ich nicht. Mhm. Weiß das jemand? Ist da echt? Das Chat? Wir brauchen ich noch die Originalaufnahmen aus dem Archiv. Ich so arbeite dran. Und ich konnte die zweite Frage nicht stellen. Ist Gelatine auf Videokassetten? Ich kann mir das auch fast nicht vorstellen. Du guckst nach. Ja. Was hat er jetzt dir gegeben? Nix hat er mir gegeben. Doch, oder? Da doch. Oben wirst du so. Instant-Pillen. Ja, vielleicht. Hühnchen à l'Orange. Joseph war auf diese Kreation ganz besonders stolz. Mhm. Jetzt haben wir Essen, was wir dem Typen unten geben können. Ja, das war auch mein Gedanke. Hat er gesagt, dass er Hunger hat? Nee. Aber Essen funktioniert immer. Ja, Essen funktioniert immer. Aber ich muss die ganze Zeit aufpassen. Dass hast du mit Delvin geredet? Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst einen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen.
Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Hat sich das jemand gemerkt? Nein, ich recherchiere gerade. Oh, 110. Mehr weiß ich nicht mehr. Ja, das will ich schon. Ja, ich, ja. Ich hoffe auch. Da will ich mir jetzt keine Sorgen machen. No. Wir gehen jetzt weiter nach unten. Okay, da müssen wir jetzt auch noch Archivmaterial da unten wegholen. So. Da ist er wieder, der Gnom. Ist das Geräusch bei euch oder war das im Spiel? Ich habe es auch gerade gehört. Dieses Geknackse, ne? Das ist Inga. Also ich habe meine Chips-Tüte berührt. Alles klar. Okay, dann sprechen wir nochmal mit der Panzertür, oder? Mhm. Bist du noch da? Ja. Ja. Hast du Hunger? Ja. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ja. Ich gehe dann mal wieder. Okay, machen wir Red Curry Cola mit Ente à la Orange. Ja. Aber. Ganz schön klebrig. Okay, das hat funktioniert. Curryhuhn. Jetzt kannst du nochmal mit dem reden oder das auf die Tür ziehen. Ja. Guck mal, ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Okay, er lässt uns rein. War wohl lecker. Die Cola-Pillen, manche ohne Ratte. Oh ja. Dunkelheit. Also, was willst du? Okay. Du hast mich ganz schön erschreckt. Ich suche Videokassetten. Mhm. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Ich schaue mal nach den Kassetten. Was soll man nehmen? Red. 1, 2 oder 3. Bei. André. Lauchpower hat als erstes geantwortet. Nehmen wir 2. Ich suche Videokassetten. Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Okay. Du hast mich ganz schön erschreckt. Horsti hat nachgeschaut. Sorry, Horsti sagt, bei Wikipedia steht Kunststoff. Was die Videokassetten anbelangt. Ja, Gelatine finde ich auch gut. Ja, naja. Der Typ an dem Computer hat einfach keine Ahnung. Moment noch, ganz kurz. Ich habe weiter recherchiert. Das hat mit Video. Weil es gibt das trockene Gelatine-Verfahren aus der Frühzeit der Fotografie. Zur Herstellung fotografischen Negativmaterials. So, daher kommt das wahrscheinlich dann. Okay. 1866, sage ich nur, fing es an. So. Naja, aber ob jetzt Plastik oder Gelatine, Atom ist Atom. Genau. Ja, Atom ist Atom, muss ja keine lebende Materie gewesen sein. So, Fokkerfahrt hat 1 gesagt, danach Lauchpower 2, aber machen wir jetzt mit 1 weiter. Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Okay. Ich suche einen Mann namens Nigel. Das war eben noch die 2. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Möchte dir ein paar Fragen stellen. Oh ja. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz.
Was ist hier passiert? Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Wie hast du die Katastrophe überlebt? Gibt es andere Überlebende? Ja, Chat, was wollt ihr? Drei. Wie hast du die Katastrophe überlebt, von Austin? Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Das ist so ein... Ich sag jetzt nichts. So, was ist hier passiert? Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Gibt es andere Überlebende? Lauchbauer hat zwei. Wie lange ist das? Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Gibt es andere Überlebende? Ja. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Tja. Okay, das war's schon. Gut. Jetzt, ich möchte dir einfach Fragen stellen. Ja, genau. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich habe noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Okay. Okay, das war's schon. Gut. Ich schaue mal nach den Kassetten. Okay. Hier ist sehr viel. Matratze. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Hier schläfst du? Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich? Das ist bestimmt sehr gemütlich. Okay, Terminal. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein, das ist Quicky. Puh, gut. Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 21083210 beginnt. Ja. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung drei Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antimer Day Shop von Ray Plemeet. 21083210012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Drittens, Videomaterial zu Die Indes-Katastrophe. 21083210091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ja, die drei. Ja. Ja, ich brauche das Video. Ich brauche das Video. ID 21108321 0091. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript zu Antimer Day Shop von Ray Plemeet. 21108321 0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Dann gib mir die Kamera. Oh nee, dann nehme ich eben dann nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. Ah. Guten Tag, Sean Rathold. Nimm die Kamera. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Hm. Okay. Das wäre einfach. Box. Öffnen. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten.
Sie armen. Ja, will ich gerne. Kann sie auch mal ihm geben. Das bringt nichts. Nee. Nee. Ich würde sie mir gerne angucken. Wie bin ich denn da eben? Das kam automatisch. Nee, jetzt habe ich sie im Inventar. Ich kann sie mir nicht angucken. Okay, mal die Box schließen. Okay, öffnen. Na super. So, Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich unter Ihrer richtigen ID ein. Ich bin fertig mit dem. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Okay. Guten Tag, Sean Rathold. Ich brauche das Video. ID 21108321091. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klimit. 21108321. Ja, das kennen wir ja schon. Dann nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. Also, mal ganz kurz hier. Also, Lauchpaul möchte jetzt gern über im Chat über den Gnom abstimmen. Was muss man denn da abstimmen? Weiß nicht. Stört er dich zu sehr, Lauchpaul? Der ist doch schon wieder aus, oder? Mir ist ja lange nicht mehr aufgefallen. Nee, da war er gerade. Lauchbauer ist gestört vom Gnom. Wen stört der Gnom noch? Oder wer findet den Gnom gut? So, hier hinten ist eine Küche. Wir gucken uns erstmal weiter um. Also, sie ist besser ausgestattet als unsere Notfallküche. Ja, der wohnt da ja auch. Sonst will er wieder, dass ich ihm was koche. Ich bin auch verstört, Horsti. Ich bin verstört und mit dem Gnomen habe ich mich jetzt abgefunden. Ja, genau, denn Gnome ist dieses nervige Hu. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht ganz mein Fall, aber es gibt hier in der Demokratie unserer Gruppe zwei Befürworter. Ich finde den Gnom großartig, aber wir können den Gnom mal ausmachen. Wir haben ihn jetzt fast zweimal durchgehört. Ja, wann kommt das Hu, ist halt zufällig. Das YouTube-Video heißt One Hour of Silence Broken by Gnome Noises. Das ist toll. Ja. Ein wunderschönes Kunst. Ich habe es jetzt Video pausiert. Danke. Bücher über Bücher. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen und in so gutem Zustand. Okay. Wow. Du liest wohl sehr viel, was? Nein. Aber du liest. Manchmal blättere ich noch mal durch, bevor ich sie anzünde. Oh. Die Flüsse von San Francisco. Von Gonzalo Benjamin. Ich kann sie nicht nehmen. Das Auge des Horus von Lawrence D. Gilbert. Ah. Tage der Opferung von Ben Cross. Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Oh. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen?
Olivia hat gesagt, dass es in Marin noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Okay. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Kartons. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Aha. Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Okay, Regal. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Regal, Hängematte. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. Okay, Bildschirm. Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Geht der noch? Was für ein... Also kaputt. Oh, okay. So, das ist jetzt so langsam... Da hinten diese Lampe oder Mixer oder so. Ganz links im Bild. Da. Behälter. Ja. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Nimm es doch einfach Was mit. Was ist das hier? Weiß nicht. Habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Findest du nicht auch? Vielleicht. Nee. Was ist das hier? Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Das ist ein Elchwarnschild. Nee, das ist so ein Bauarbeiter. Ich habe vorhin auch mal genau hingeguckt. Dokumente. Tabellen voller Namen und Zahlen, die sich gegenüberstehen. Was ist das? Das geht dich nichts an. Ein Telefon. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. So, wir können... Ah, oh, das ist ein traumhaft schönes Spiel. Wir können uns auch nochmal eine Kiste kommen lassen, wenn wir hier rausgehen. Komm, okay, dann kommen wir direkt wieder hier rein. Turbinenkammer kommen wir nicht rein, wenn wir hier rein. Da sind wir direkt da wieder, okay. Also wir haben er hat gerade Olivia erwähnt. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Bei den Dosen. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Okay, aber wir können nicht nach Olivia fragen. Das war's schon. Gut. Ja, vielleicht müssen wir mal mit ich schaue mal nach den Kassetten. Mit unseren Kollegen sprechen. Vielleicht. Ich würde jetzt gerne einmal... Das ist aber nicht der Freund... Nein. Ich möchte... Guten Tag, Sean Rathold. Ja. Ich möchte... Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Leer, oder? Ja, ist leer. Kann man da nicht auch irgendwas reintun? Ja, genau. Aber ich kann hier... Aber was haben wir denn da? Wir haben eine Lampe, Datenkristall, die Kamera, Schraubenzieher, ein Paddel, ein Messer und unser Zeitfunkgerät. Die Sonde haben wir nicht, ne? Nee. Die Sonde reinzustecken. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Du kannst ja mal random Sachen da versuchen reinzulegen. Nee. Verstehe ich nicht. Oh. Nee. Ich kann die Kamera wahrscheinlich wieder reinlegen.
Ja. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Oh. Das war nicht so sinnvoll. Aber ich meine, jetzt kannst du sie wiederholen und vielleicht ist sie dann wieder in diesem... Ja. ...Modus, den wir vorhin hatten. Guten Tag, Sean Rathold. Ja. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Gib mir die Kamera. Kamera nehmen. Horst, sie fragt, kann man mit Zeitverzögerung was knipsen? So, hier sind die Pfeile, dass ich quasi rausgehe. Ja. Er hat wahrscheinlich keine Batterie, ne? Ja, vielleicht müssen wir wieder zu Devin gehen. Mit der Kamera. Und sagen, hier, kannst du machen, kannst du es anmachen. Eine Kamerafunktion war auch mal für das ZFG geplant. Schade, dass es dazu noch nicht gekommen ist. Okay. Schraubenzieher. Weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ja, okay. Ja, dann gehen wir mal damit zu Devin. Da hoch. Rumgehen. Das war's wieder, du, Inga, ne? Ja. Ich habe ein Papier berührt, ja. Was fällt dir ein, Inga? Was fällt dir ein? Nein, aber das war so laut und ich dachte, das wäre im Spiel, ja, ja. Dass irgendwo jetzt ein Papier runtergefallen ist und ich reagieren müsste oder so. Ach so. Das sollte kein Vorwurf sein. So, Kamera benutzen mit Devin. Ja. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Nee. Wir brauchen noch die Originalaufnahmen aus dem Archiv. Ich arbeite dran. Nee. Wir haben doch unten irgendwelche Batterien gehabt, oder? Lampe. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Ja, die Svensson-Energie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung wie. Ja, wir können die Lampe nicht mitnehmen, ne? Wir können sie nur anmachen. Nee, nee. Ja. Nee, nee. Ach ja, wir haben seine Daten gelöscht. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Oh. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Das war einmal. Ach so. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Delvins Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Okay. Delvin hätte keinen Spaß daran, mein Zeug aus seinen Sachen zu fischen. Und dann vielleicht zu dem Arschtypen gehen? Vielleicht ihm mal die Kamera geben? Er sagt, es ist keine Videokassette. Such weiter oder so. Ja, wahrscheinlich. Jetzt wollte ich gerade schon das... Ach, das ist ja nur Lebensmittelfarbe, ne? Ich kann auch das rote Wasser trinken. Ja. Warum nicht? Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist dieses Atom. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Die genaue ID gibt das System nicht aus. Okay, ich arbeite dran. Hier, nimm die Kamera. Das bringt nichts. Ja, das glaube ich auch. Lampe? Das bringt nichts. Der verdammte Kristall ist kaputt.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir können. Nein, ich meditiere nicht. Ich frage mich, wie lange das noch geht. Maximal fasziniert von dem Spiel. Bisschen fertig, müde. Inga. Ja. Ja. Die Reise von gestern zeigt sich heute. Ja, verstehe. Ja, wir müssen irgendwas in diese Kiste reintun. Aber wir haben die Sonde nicht. Ich würde ihn ja auch gerne mal fragen nach der Sonde, wo die denn ist, weil er hat sie ja genommen. Das ärgert mich, dass wir das nicht fragen können. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Ich glaube, dass irgendwas ist, wenn man die Kamera in der Hand hat, dass man die irgendwie anmachen kann. Also so. Ja. Nein, Lachor, ich habe das Spiel nicht angeschleppt. Das hat André angeschleppt. Ja. Ich kenne nur die Leute, die das Spiel gemacht haben. Nee. Nee, was, also so, dass wenn wir es, also wenn man die Kamera rausholt, dann hat man sie in die Hand und hat einen Blick drauf und man muss die irgendwie anmachen können oder so. Ja, man braucht. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Und dadurch, dass man die auch wieder so wegschicken kann, also ich. Ja, ja. Ich, ja. Also ist das, glaube ich, der Vorgang. Wahrscheinlich musst du sie anmachen und dann wieder abholen lassen und dann macht es ein Video oder sowas. Ja, genau. So. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird aus. Kamera kommt. Es ist blöd, dass wir halt. Achso, ich hätte es mir auch mal ansehen können. So, ich kann aber mit nichts benutzen. Mein Menü ist nicht mehr da. Diesen Knopf, ich kriege immer nur. Ja, genau, da klickt nichts drauf. Auf den weißen Pfeil. Wenn ich auf den weißen Pfeil klicke, dann gehe ich raus. Ja, genau. Nee, genau. Und wenn du jetzt einfach mal mit dem schwarzen Ding auf den An-Knopf drückst. Ja, ja. Ja. Rechtsklick, Linksklick, Mittelklick. Okay. Und auf den Finger oder so? Ja. Das kann es ja immer nur, wenn es weiß aufleuchtet. Also. Ja, aber das weiß aufleuchtet. Nee, dass auch der Kreis weiß aufleuchtet. Dann hast du ein Kontextmenü. Ja, wahrscheinlich. Also du hast recht, man muss irgendwie zum Laufen kriegen, das Ding. Ach, was für eine Herausforderung. Und du kannst auch, wenn es jetzt in deiner Tasche ist, jetzt kann man das nicht mehr angucken, ne? Doch! Doch. Ah, untersuchen. Untersuchen. Aktivieren, aber man kann auch aktivieren. Ach so. Untersuchen. Okay. Ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt ja, muss ich mich wegschicken. Aber beeilen. Mhm. Ja. Schnell weg. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Okay, und dann können wir gleich. Dann holen wir sie wieder und dann ist da was. Dann drauf. Können wir es angucken, ja. Und da hat es geschnupselt. Guten Tag, Schaumrad. Ich möchte ich die nehme Kamera. Die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Das war so klug. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Ah, da ist das Video. Und das hier blockiert das. Dann bestellen wir das doch mal. Dann bestellen wir das doch mal. Ach so, wir müssen erst... Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name, loggen Sie sich unter Ihrer richtigen ID ein. Ja, ja. Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Okay. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Aber haben wir jetzt uns das... Ich behalte die Kamera, es ist dem ja anscheinend egal. Ach ja. Guten Tag, Sean Rathold.
Ja, ich möchte das Artefakt mit der Nummer bla bla bla. Ich will das Artefakt mit der Nummer 34768970987. Ja. Das Behältnis mit der ID 34768970987 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Ja. Toll, kann man die da jetzt wegtun? Ja, würde ich mal sagen, einsteigen. Die geht jetzt selber rein, ja. Tatsächlich, ja, ich passe hinein. Dann geh auch rein. Guten Tag, ist dies nicht Ihr Name? Ich brauche nichts, danke. Gehen Sie sorgfältig mit dem Artefakt um. Ja, okay. Ja, aber muss man da nicht... Ich muss ihn erst auslösen, ich muss erst zum Terminal gehen, ne? Ja. Tatsächlich, ich passe hinein. Okay, ja. Dann benutzen. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht... Ja, ja. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ja, aber wir haben ja aufgemacht, insofern, jetzt ist... Ja. Guten Tag, Sean Rattle. Ich muss das wieder bestellen und dann muss ich mit dem Typen sprechen. Ich will das Artefakt mit... Das Behältnis mit der... Möchten Sie dieses... Ja. Ja, der Typ, was haust du auch gerade? Vielleicht kann der Typ uns schicken. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich störe dich danach auch nie wieder. Meine Freunde sagen, ich darf keine Menschen in der Box wegschicken. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht, nein. Sag ihm, dass du was kochst. Ja. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Da geht die Box. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie? Schick sie weg. Wow. Okay. Sie klemmt. Oh. Schraubentier. Wir haben aber ein, ja, genau. Schraubentier. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Okay, was haben wir hier unten? Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Erschreckend. Eine Unmenge an durchsichtigen Boxen. Dafür würde ich Jahrzehnte brauchen. Und das meiste würde mich nicht mal interessieren. Das ist ein früheres Amazon-Lager. Die Lagerhalle ist unvorstellbar groß und es gäbe noch viel Platz, um weitere Sachen zu lagern. Geh wieder in deine Box. Ich gehe wieder in die Box, ja. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Das ist unser Zeitfunkgerät. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark, Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Na, Salvador.
Salvador, wieso bist du in der Leitung? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Eines von der Katastrophe. Und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Okay. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Oh Gott. Du hast ihn? Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Okay. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Wenn es mir nicht gelingt, sie zu überzeugen, kannst du immer noch machen, was du willst. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Alles drei gut, finde ich. Das dritte finde ich ganz schön. Ich bin für Mitte. Ich bin auch für Mitte. Okay. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Das erste dann? Ja. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten mehr Zeit, den Grund für die Katastrophe zu finden. Guter Punkt. Und weiter? Ja. Nummer drei. Ja. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Was hat er denn vor? Also gut, ich lass dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ihr. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen! Delvin!
Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Das Video austauschen? Ja, aber dann springen sie ja trotzdem. Ja, stimmt. Zeitkapsel. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Du hast auch ein Messer, ne? Delvin, nur so als Option. Wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Ja. Nee. Ich kann leider nicht auf Salvador einstechen. Es war wert, es mal auszuprobieren. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr! Mein Gott, was hatte Salvador gesagt? Also das gleiche Jahr, wenn es eine Woche früher ist. Ich hoffe, das war richtig. Und jetzt ist er allein zurückgeblieben. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das ist ein Zeichen. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, Stream ist beendet. André sagt, es ist Zeit fürs Bett. Ja. Ich. Das ist abgestürzt. Ja. Da ist es wieder. Also ich starte es gerade neu, aber ich will nur mal gucken, ob er gespeichert hat. Mhm. An der richtigen Stelle weiterspielen. Aber ich meine, es ist jetzt 11, es ist eigentlich richtig passend. Ja, es ist richtig passend. Wir sind wieder da bei den Kisten. Okay. Aber es ist nicht so schlimm, war jetzt nicht so, also ist jetzt nicht so viel. Nein. Ja, aber was für ein Honk, sagt Lauchpower im Chat auch. Okay, dann gehen wir mal wieder auf diese Ansicht. Dann machen wir Schluss für heute. Yay! Ich muss auch jetzt gleich noch mit dem Hundi mal kurz vor die Tür. Mein Nachbarhund schläft schon. Oh. Ist nicht mehr laut? Nee, meine arme Nachbarin hat sich jetzt voll den Stress gemacht. Weil sie fand ja, dass es total laut war und hat sich dann entschuldigt. Und dann meinte ich, ja, wir streamen nicht. Wir streamen nicht. Noch. Wir streamen noch. Aber ich würde jetzt auch gerne schlafen. Oh. Und als Vorbild, weil sie meinte, der Hund schläft jetzt. Und dann hat sie gemeint, und oh mein Gott, und wir machen so viel Krach. Ich glaube, die anderen haben das nicht mit dem Krach, weil das sowas rausfiltert. Ja. Nächster Stream. Wir haben bereits einen Termin, nämlich am Sonntag, den 20.02. um 20 Uhr. 20.02.2022 um 20 Uhr. Ich glaube, wir hatten 19 Uhr gesagt, aber wir können auch 20 Uhr hatten machen. Hatten wir 19 Uhr gesagt. Ja, egal. Mhm. Ja, ja, aber, ja. Wir hatten 19 Uhr gesagt. Dann sagen wir. Ja, wir haben intern. Was sagt denn, was ist denn bei euch? Also, da kann man fragen. Ich finde 19 Uhr ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ein bisschen. Das ist nämlich ein Sonntag. Ja. Kein Montag, ist ein Sonntag. Mhm. Der Ausklang der Woche. Ja. Ich schreibe das mal direkt hier. Mit der Zweien und Nullen.
So, 19 Uhr. Alles klar. Ja. Am Sonntag dann um 19 Uhr. Es war ganz zauberhaft mit euch, liebe Menschen im Chat, die noch zugucken. Ja. Schön, dass ihr alle da wart. Und wir überlegen uns neue Inhalte und wir retten dann die Welt weiter und dann sind auch alle wieder fit und dann vielleicht orakelt der Junge. Ja. Jetzt sieht es bei dir aus. Müde. Er ist nämlich auch müde. Stimmt, endlich mal wieder orakeln. Ja. Ja. Ihr Lieben, ja. Habt eine zauberhafte Nacht. Es war ganz zauberhaft mit euch. Wir sehen uns am 20.02. um 19 Uhr. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht.